Die ist aber ganz schön verängstigt dafür, dass sie so mächtig ist. Tut mir sehr leid, aber die Dame kommt mit mir. Dijkstra, ich habe jetzt keine Zeit dafür. Geh mir aus dem Weg. Ich will keinen Streit mit dir, Geralt. Aber Phil und ich haben einiges zu besprechen. Erinnerst du dich an die Meuchelmörder, die du auf mich angesetzt hast, Phil? Ein schwerer Fehler. Sowas regelt man persönlich. Und das werde ich dir jetzt zeigen. So, ich brauche sie, ja, Sachaussage, zurück, bevor ein Unglück geschieht, Drohung. Ich will ihm auch nicht unbedingt drohen. Keine Zeit für einen Ehekrach, finde ich eigentlich ganz schön. Ich weiß, ihr wart zusammen, aber jetzt ist der falsche Zeitpunkt für einen Ehekrach. Aber er ist perfekt, um eine offene Rechnung zu begleichen. Philippa wird mit mir kommen und für ihre Nettigkeiten bezahlen. Oh. Wir können handeln. Der Kaiser von Nilfgaard vorhat. Beiseite stoßen. Nee, ich will ihm nichts tun eigentlich. Ich versuch's mal so. Du wusstest Informationen schon immer zu schätzen, Dijkstra. Darum glaube ich nicht, dass du mir etwas sagen kannst, das ich noch nicht weiß. Der Kaiser von Nilfgaard hat die Handelsgesellschaft nicht unter seine Kontrolle gebracht. Seine Gegner treten ihm in den Arsch, was? Die weiße Flamme wird wohl nicht mehr lange auf den Grabhügeln der Feinde tanzen. Seine Tochter ist zurück. Der Kaiser will abdanken und ihr den Thron überlassen. Cyrilla! Unmöglich. Das könnte den Kriegsverlauf wenden. Vorausgesetzt natürlich, du irrst dich nicht. Ja. Der Kaiser hat es mir selbst gesagt. Die Information ist aus erster Hand. M hier ist ein verlogenes Schwein. Wenn es um die Zukunft seiner Tochter geht, das bezweifle ich. Du hast keine Ahnung, wie wichtig diese Information ist. Ein Wechsel auf dem kaiserlichen Thron. Das könnte den Krieg beenden. Radovid dürfte entzückt sein. Wenn M hier zum Rückzug bläst, wird niemand mehr da sein, der diesen Irren aufhalten könnte. Vor allem angesichts unseres verdammten misslungenen Plans. Du hast doch nicht wirklich geglaubt, dass du es schaffst. Radovid ist verrückt, aber kein Trottel. Er weiß nur zu gut, dass es Dutzende gibt, die... Sei still. Verstehe ich dich recht? Du willst Radovid töten? Wirklich, Sigi? Ich bin beeindruckt. Hab schon bezweifelt, dass du es noch drauf hast. Leider hat Radovid Zuflucht auf seinem Schiff gesucht, wie du wohl weißt. Er wird so gut bewacht, dass ich nicht staunen würde, wenn er sogar das Bett mit zwei Wachen teilt. Du weißt zu viel, Phil. Noch ein Grund, warum du sterben musst. Sie wird nicht sterben, ganz genau. Das werden wir auf jeden Fall zu verhindern wissen. Vielleicht solltest du sie mal anhören. Ich schätze, Philippa verachtet Radovid mindestens so sehr wie du. Ich bin froh, dass endlich jemand außer mir auf die Idee gekommen ist, die Welt von diesen Degenerierten zu befreien. Spar dir dein Lob für andere. Mich schert es nicht. Derzeit gibt es nur zwei Personen, die Radovid von seinem Boot holen können. M hier und mich. Du würdest als Köder herhalten? Es dürfte dir wohl schwer fallen, M hier dafür zu gewinnen. Wohl kaum. Geralt, ich würde dieser Schlampe nicht mal mein Frühstücksei anvertrauen. Zu Recht. Mit Eiern kann ich gar nicht. Aber bedenke, Radovid hört, dass du mich geschnappt hast. Wird er da nicht jede Vorsicht in den Wind schlagen? Wird er die Gelegenheit nicht nutzen, mich zu töten? Selbst eigenhändig? Kommt nicht in Frage. Geralt, bring sie hier weg, bevor mir der Sack platzt. Und dann müssen wir uns treffen. Mit unseren Freunden. Ich habe ein Lagerhaus am Hafen gemietet. Du musst unbedingt kommen. Mhm. Ein neuer Plan? Entschuldigt die Verspätung, aber ich hatte mit den Wachen zu tun. Hallo, Triss. Philippa, geht's dir gut? Ging schon mal besser. Ich bring dich hier raus. Kommt ihr klar? Ja, danke für deine Hilfe. Okay, was macht denn die Kamera da? Ich finde es gerade ein bisschen faszinierend, wie mächtig und zerbrechlich zugleich diese ganzen Magierinnen doch sind.
Ist schon erstaunlich, oder? Die sind eigentlich recht schnell fertig mit der Welt irgendwie. Können zwar alles in Schutt und Asche legen, aber... So, hilft Ciri bei ihren Erledigungen in Novigrad. Okay, jetzt müssen wir zu Ciri gehen. Ich gucke noch mal einmal kurz auf die Quests. Wir haben nach wie vor nur die letzten Vorbereitungen. Das heißt, wir können wieder zu Ciri gehen. Der Wahnsinn. So, Entschuldigung, muss ich hier hoch, oder? Ihr zwei da, haut ab. Aber Meister Jäger, wir sind niemandem im Weg. Meine Greta so, wo ist sie denn? Da. Deine Greta hat die Fantasie eines betrunkenen Wahnsinns. Gut getarnt. Bla 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 bla. Suchst du was Bestimmtes? Ein hübsches kleines Schmuckstück. Ein Geschenk für jemanden? Für einen meiner Helfer, von denen ich dir erzählt habe. Als Zeichen des Danks. Können wir aufbrechen? Logisch. Geh voraus. Wir müssen zur Tempelinsel. Seit wann bist du denn religiös? Bin ich nicht. Lass uns gehen. Was sich hier so alles in Novigrad abspielt. Hätte man gar nicht vermutet, ne, am Anfang. Dass es auch hier... Ich weiß, zu Hurensohn Junior. Der ist, der ist, ja, den haben wir, also ich, also wir, also hier. Bisschen spät. Er ist tot. Soltan hat gesagt, dass Hurensohn lebt und auf der Tempelinsel ist. Ich habe ihm doch persönlich mein Schwert in den Bauch gerammt. Dann musst du schlecht gezielt haben. Es scheint ihm wieder gut zu gehen. Was? Die kleine Mistratte? Vielleicht doch nicht. Was willst du denn von ihm? Ich will ihm in die Augen sehen. Und dann? Weiß nicht. Kommt drauf an, was ich sehe. Oh, Verzeihung. Hurensohn Junior lebt noch. Schwer zu glauben. Was? Wir suchen Herrn Willi. Herr Willi erwartet wichtige Gäste. Also verpisst euch hier, Kackfrösche! Pfosten. Aus dem Weg? Nö, wir können ja einfach mit Axi hier, ne? Zack. Wie wär's mit einem Geschäft? Klar. Klar, ein Geschäft. Geht nach oben. Der Boss wartet. Na, klappt doch. Siehst du wohl. Das war seltsam. Das ist noch untertrieben. Was sie wohl gerade machen. Das werden wir schon bald wissen. Oh, ich will's eigentlich gar nicht wissen, weil der Typ ja total durch ist. Ich will eigentlich gar nicht wissen, was die machen. Wenn er da schon wieder so ein Massaker veranstaltet hat, dann hau ich dem aufs Maul. Sieh einer an. Wen haben wir denn da? Hast dein Mündel endlich gefunden? Hat ja eine Weile gedauert. Sieht mir putzmunter aus. Ah, hast du gedacht, du hättest mich kalt gemacht? Überraschung! Halt den Rand, Hexe, bevor ich dir das Maul stopfe! Schluss jetzt! Ich bring zu Ende, was du angefangen hast! Hey, stopp! Ich bin's, Dudu! Dudu Bieberfeld! Hast du mich echt nicht erkannt? Dudu? Das soll Dudu sein? Er lügt, töte ihn. Nein, das will ich auf keinen Fall riskieren. Warte, Ciri. Nach dem Raub in Dijkstras Schatzkammer warst du verschwunden. Wo habe ich dich gefunden? Schnell. Auf dem Fleischerhof. Du hast in Priscillas Stück mitgespielt und mich auf die Bühne gezerrt. Steck das Schwert ein, Ciri. Es ist Dudu. Götter, habt ihr mir einen Schreck eingejagt? Die Gestalt eines anderen? Er hat bestimmt den Grund, warum er diese Gestalt angenommen hat, oder? Ein idiotischer Witz. Ja. Eines anderen. Na, hier.
Es ist nicht klug, mit einem Hexer zu spielen. Hurensohn Junior? Warum muss es ausgerechnet der sein? Nach unserer Flucht wusste ich nicht weiter. Ich konnte mich nur verstecken. Sie hätten mich irgendwann gefunden. Die Entscheidung war einfach. Außer uns wusste kaum jemand, dass er tot ist. Das war meine Chance. Niemand trauerte um Hurensohn Junior. Er hat in seinem ganzen erbärmlichen Leben niemandem geholfen. Nach seinem Tod wurde er zu einem nützlichen Mitglied der Gesellschaft. Es heißt, jeder verdiene eine zweite Chance. Das trifft offenbar zu. Hurensohn bekam in gewisser Hinsicht eine zweite Chance, die er mit einem Doppler teilte. Mit dem Doppler namens Dudu. Ganz schön mutig, Dudu. Hätte ich nicht erwartet. Ich auch nicht. Ach, übrigens, du ahnst ja nicht, wie froh ich bin, dass du wohlauf bist. Und ich erst, dass ich dir nicht den Hals aufgeschlitzt habe. Okay, und wir erleben hier gerade, was aus den Leuten geworden ist, die wir getroffen haben auf unserer Reise. Finde ich gerade richtig cool. Aber ich verstehe nicht, Dudu, der stand doch in Soltans Taverne, stand er doch die ganze Zeit rum. Wir haben doch noch mit ihm gesprochen vor ein paar Folgen. Ja, komisch. So, Sei vorsichtig. Man könnte dir auf die Schliche kommen. Willis Männer sind zu dumm dazu und seine Kollegen sind nicht viel besser. Denk dran, auch ihr seid reingefallen. Und das hätte für dich böse enden können. Stimmt, ich bin manchmal etwas zu leichtsinnig, aber meistens passe ich auf. Interessante Branche hast du dir da ausgesucht. Dudu hatte schon immer einen Sinn für Zahlen. Was sind schon ein paar Bordelle und Casinos? Er schafft das. Das ist es ja. Ich brauch's gar nicht. 2 Wochen nach Willis Tod habe ich gesagt, ich hätte das Licht des ewigen Feuers erblickt. Hab alle illegalen Geschäfte abgetreten. Ich bin jetzt ein anständiger Händler. Und Hurensohns Leute haben nichts gesagt? Ich habe Verbindungen zu den Gilden. Das Geschäft blüht. Die Gewinne haben sich verdoppelt. Für Willis Männer bedeutet eine doppelt gefüllte Börse doppelten Respekt für den Überbringer. Gar nicht mal schlecht. So, und jetzt wieso müssen wir denn jetzt schon gehen? Was war denn der Sinn dieses Besuchs? Einfach nur mal nach Dudu sehen, oder wie? Wir müssen gehen. Ja, wir müssen noch zum Goldenen Stör. Es war schön, euch beide zu sehen. Passt auf euch auf. Du auch. Mach's gut, Dudu. Na gut. Warum gehen wir zum Stör? Da ist ein Mädchen, das mir geholfen hat. Und wer ist das? Eine Freundin von Rittersporn. Sie heißt Bea. Sie ist Kellnerin im Goldenen Stör. Hat mir geholfen, Rittersporn zu finden. Ich möchte ihr danken. Sie hat viel riskiert. Viel riskiert? Wie denn das? Die Tempelwache war mir dicht auf den Fersen. Wäre sie mit mir gesehen worden, hätte man sie bestimmt ausgepeitscht oder ihr Schlimmeres angetan. Du scheinst Ärger irgendwie anzuziehen. Da komme ich ganz nach dir. Was ist das hier? Unfassbar. Ein Hexer in Novigrad. Was werden die Priester dazu sagen? Was macht denn dieses Fass da? Ich war mal in einer Stadt, die Slow-Mo-Fass. Guck mal, die Quest heißt Zahltag. Ich glaube, war das in Serikanien? Oh. Nein, in einer anderen Welt. Wie ist das denn so, zwischen den Welten zu springen? Ist es, als ginge man durch ein Portal oder anders? Etwas anders. Am Anfang war es ganz schön schwer. Ich war nicht sehr gut darin, es zu steuern. Ich musste mich fest konzentrieren und hoffen, dass ich nicht im Krater eines aktiven Vulkans lande. Es war sehr nützlich, mit Avalach zu üben. Jetzt muss ich nur noch an den Ort denken, an den ich reisen will, die Augen schließen und es geschieht. Und die Quest heißt Zahltag und es kommt mir so vor, als besuchen wir einfach alte Bekannte. Ein Kunde mit Verstand wird sofort sehen, dass ich die beste Angebote. Wo lang denn jetzt? Oh, warte mal kurz. Was kann ich für dich tun? Einmal Geld tauschen, bitte. Ich würde gerne ein paar Kronen eintauschen. Da bist du hier richtig. Bessere Kurse findest du in der ganzen Stadt nicht. Vor allem keiner. Hier ist sogar keiner sonst, wo ich noch tauschen kann, oder? 900 Kronen. Perfekt. So, Entschuldigung, Siri, kann weitergehen.